Denkt nicht an den Tod. Dies nimmt euch nur den Glauben an euch selbst. Ihr verliert dann all eure Kraft. Ballt euch zu einer Faust. Konzentriert euch. Verfallt nicht in Ängste und Albträume. Denkt nur an den Feind. Sammelt all eure Wut auf ihn. Ihr seid stärker als diese stinkenden Deutschen. Ihr steht auf eurem eigenen Grund und Boden. Kommissar Jakob Derganow, Miliz des Stahlwerks Roter Oktober. 30. Januar 1943. Platz der gefallenen Helden. Da war es, Chi. Wir haben die Ehre, den allerletzten Angriff zu führen. Der noch kampffähige Rest der Faschisten versucht, den Platz der gefallenen Helden und das Univermark dahinter zu halten, wo sich das deutsche Hauptquartier befinden muss. Es hat fast den ganzen Januar gedauert, um so weit zu kommen. Aber jetzt sind wir hier und bereit, dem Ganzen ein Ende zu machen. Wir bekommen es heute mit den Überresten der einst so stolzen 6. Armee zu tun. Sie sind die Letzten, die noch in der Stadt kämpfen, von ihren Anführern aufgegeben, die warm und sicher in Berlin sitzen. Sie werden sich nicht ergeben. Daher müssen wir sie vernichten. Ein großer Teil des Gebiets ist bereits zerstört. Aber wir werden zunächst die Technikschule an der Ecke angreifen, in der ein Teil der Deutschen vermutet wird. Erzwingt euch dort Zugang, räumt das Gebäude und beseitigt jeglichen Widerstand. Wenn unsere Flanke sicher ist, rücken wir über den Platz vor und beginnen das Zentrum des Parks zu säubern. Der Kommandant kann euch bei dem Vorstoß mit Rauchdeckung verschaffen, falls das nötig ist. Erwischt so viele wie möglich im offenen Gelände und rückt dann zum westlichen Ende des Parks vor dem Univermark vor. Dann bleibt nur noch das Univermark selbst übrig. Wir müssen uns über die Straße und in das Gebäude kämpfen. Sobald wir drin sind, macht sie fertig. Das ist das Ende, meine Freunde. Wir können die Schlacht hier und heute beenden. Noch ein letztes Mal für das Vaterland. Bataku! Haben die Faschisten eingekesselt. Wir haben uns unterschätzt und konnten unsere Stadt nicht erobern. Jetzt ist es Zeit für Vergeltung. Schastalina! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier zu Stalingrad. Ich glaube, die letzte Folge, wenn alles so läuft wie geplant. Verdammt. Das ist der Grund, warum ich aufwerfe. Weil wir sonst von dem MG-Feuer hier ziemlich angeschmiert sein werden. Ich hoffe, die Granate geht noch los, die Rauchgranate. Ich brauch Hilfe! Gib mir Deckung, Verdammt! Und den machst einfach mal so, wie ich es auch im Multiplayer machen würde. Mami! Ey, die Rauchgranate ist noch losgegangen. Und jetzt trifft mich die Artilleriegranate, ich seh's doch kommen. Na, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Das war doch garantiert eine Artilleriegranate. Und was ich mich betont, die hätte mich im Rauch gar nicht sehen können, die Artillerie schützen. Na gut, also eigentlich war das eher auf den Gift bezogen, den ich habe. Alright. Der Fritz hat diesen Sieg. Aber er wird nicht lange davon sein. Jetzt geht Suki da drin. So wirft er einfach so die Granate weg. Maschinengewehr! Oh, als Pionier.
Los, vorwärts! Ah, verdammt! Pack-Soldat! Was soll ich denn mit Panzerabwehrsoldat? Das bedeutet ja, es gibt auch Panzer. Das bedeutet, ich bin tot. Wir haben zwar diese Schlacht verloren, doch der Sieg wird uns geteilt. Meine Fresse, alle mal nach. Folgt mir, Saronimo! Panzereinheit. Schütte den Faschisten Abschau aus! Der Rifle Squad. Tötet ja, alle, nee. Nimm jetzt Kisuki da drin! Jetzt, somebody, come on here. Sitze fest! Mach ihn alle! Kommt sofort her und gib mir Deckung! Und boah! Boah, so kommen wir ja richtig weit werfen. Alle Einheiten! Angriff! Mataku, Freunde! Mataku, Brüder! Ich brauch Feuerschuss! Das ist ein... Der T-17 von uns. Was macht der T-17 hier? Verräter, dich könnt's überhaupt nicht zerstören. Erreicht wenigstens einer den rettenden Kies. Keiner. Oh, ich bin nicht mal bis zur Hauswand bisher vorgekommen. Entdeckung! Deutsche! Aber es ist nicht alleine meine Schuld. Es ist auch die Schuld meiner Kameraden. Die stürmen nämlich einfach nicht genug. Bruder! Wattacke, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! Nun gut, die haben es halt nicht anders gewollt. Was? 140 Meter? Feindbeschuss! Okay, und wenn ich einen größeren Umweg laufe... Schaltet den Faschisten Abschau aus! Jetzt, Tomari, komm hier! Tötet alle, nimm jetzt Kisuki da drin! Jawohl! Na, so komme ich bis zur Hauswand. Ach, jetzt können sie ranlaufen. Ich verstehe, wie der Hase läuft. Oh, verdammt. Oh, wie der denn geht, das ist ein russischer Feuereinstellung. Los, Granate, schlag auf mich ein. Ich erwarte es doch nur. So, Munition. Ja, das... Ich hatte eigentlich erwartet, dass da auch noch andere Russen reingerannt sind, dass da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet wurde. Oh, wie ehrenhaft, er wirft sich zwischen dem Feind und seinen Kollegen, ohne es zu merken. Wartet,
sie! Friss eine Granate, Deutscher! Schmeckt lecker. Besser wie so ein eisernes Kreuz. Aber dass die Russen auch ausgebildet sind, damit mit deutschen Granaten umzugehen und genau wissen, wie das Ding funktioniert. Warte, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! So. Zeig dich, Deutscher! Du bist des Todes! Okay, eingenommen. Schalte den Faschisten Abschaum aus! Ich brauche ein Funkgerät, und zwar schnell. Das dürfte ein herber Schlag werden, wenn ich es langsam mal schaffe. Los, Battalion, schnell! Battalion, hier Zugführer! Er bitte Artillerie wie folgt! Ziel 6907, Raster Büffel 3. Wiederhole, Büffel 3. Mörser, Kot, Explosiv feuern! Sobald bereit, Ende! Eigentlich wollte ich ja genau irgendwie hier, oder am besten wäre sogar noch hier gewesen. Also da, wo der Panzer ist, wollte ich. Kreuz, das ist ein Russe, Feuer einstellen! Battalion, Battalion, hier Zugführer. Artillerieanforderung, aktuelle Mission abbrechen, abbrechen, Ende! Ich will hier raus. Geht weiter, Kameraden. Ich komme gleich nach. Jetzt muss ich warten, bis mein Typ sich beruhigt hat. Ja. Achso, hier geht's auch zu Fuß raus. Gut. Tötet alle neben jetzt Kisuki da drin. Jetzt, Tobari, komm mal hier. Folgt mir, los! Bushmoi, bin ich fertig. Also, alle Einheiten, ihr folgt. Tempo mir nach, Tovarici! Ihr folgt! Die Panzereinheit schon mal angreifen. Vatake, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! Ja, den könnte man jetzt eigentlich dadurch erschießen. Wenn ich drauf geschossen habe, ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Woher kommt die Artillerie? Hier ist doch kein Deutscher, um ein Artilleriesignal zu setzen. Jetzt hat es da die ganze Einheit erwischt. Alter. Ich glaub es wohl mal. Alle Einheiten. Komm sofort her und gib mir Deckung! Schon wieder um mich herum kommt Artillerie. Gut, kriechen, vorwärts bewegen. Das ist die sicherste Methode auf dieser Map. Wie man sieht, ich wollte nur bis zur Mauer sprinten und mich dort wieder hinwerfen. Und Treubung neu starten. Schalte den verschiedenen Abschaum aus! Scharfschütze! Werfe Rauchgranate! Geht weiter, Kamerad! Rauch ist raus! Maschinengewehr!
Verarzten, verarzten! Sterben, sterben! Sitze fest! Mach ihn alle! Was? So ein Pech. Nur noch die zwei Typen hier sind über. Deutsche! Ich brauch Feuerschutz! Da liegt unter Sperrfeuer! Tötet ihn! Jetzt hab ich dich, du Bastard! Nachladen. Also eigentlich ist es doch viel sinnvoller, hier mit zu schießen. Entdeckung! Ich bin beschossen! Ich bin Entdeckung! Macht eure Arbeit! Schnappt ihn! Sofort hier! Jetzt Entdeckung! Ich bin sogar mit 10 nochmal runter Entdeckung gegangen. Und dann schießen die mich trotzdem einfach so. You rat! God, ich glaub's aber nicht. Tod den Faschisten! Ja, gefallene Helden. Kontrollpunkt neu starten. Novarici! Folgt mir, Saronimo! Ach komm schon! Will man einmal was Gutes tun? Muss mal, bin ich fertig. Tötet alle Nemietzki-Suki da drin! Das ist sogar im Multiplayer genauso schlimm, wenn man hier angreift. Ja, nur eine Sekunde los. Folgt mir schon, Leute! Ich dazu den Panzer richtig zu beschießen. Ich brauch Hilfe! Gib mir Deckung, verdammt! Geht weiter, Kameraden! Ich komme gleich nach! Boah, wie ich hier weggeschossen werde, Alter! Das wird wieder so eine ewig lange Mission. Unter bleiben! Ich brauch Feuerschutz lassen! Vorsicht! Bitte? So gut sind nicht mehr menschliche Scharfschützen. Und das war ja vermutlich nicht mehr ein Scharfschütze. Der war vermutlich überhaupt nicht attraktiv. Also da galt überhaupt nicht als Schaf. Sondern höchstens als Rind. Rindschütze. Oh Gott, das ist so ein schlechter Witz. Vergesst ihn, Leute. Aber das regt auf, dass ihr wegschießen wie sonst nichts Gutes ist. Diesmal haben die Faschisten gewonnen, aber nächstes Mal zerschmettern wir sie. Tempo mir nach, Tovarici! Verdammt, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! Setze Rauch ein! Zurück, MG! Sperrfeuer auf diesen stinkenden Rauch ist raus! Direkt, Bastard! Sofort hören, gib mir Deckung! Nicht dieses Feuer erwidern! Wir dürfen uns nicht mit Sperrfeuer einsetzen! Sitze fest! Macht ihn alle! Schulte den Faschisten abschauen! Brutal! Lächeln, Tovarisch! Ja, ich glaube, ich bin mit 10 oder Mann oder so gestartet. Er ist tot! Okay, ich werde nie wieder Munition aufheben. Du bist blöd, oder? Oh. Herr Gott, Sakrament noch eins.
der verrochenen Adept! Vorsicht! Endlich! Ich bin lebendig angekommen! Kann man das glauben? Und jetzt alle Einheiten mir nach. In den Tod! Maschinengewehr! Er ist tot! Ich brauche Feuerschutz! Stell dich, dass hier keine Granate einsteigt. I, Alter, was machst du denn hier? Gar nicht woanders rum. Ja, gefallene Helden. Davon gibt's jetzt genug. Macht eure Arbeit! Schnappt ihn! Sperrfeuer auf diesen stinkenden Faschisten! Tötet alle Minen, jetzt Kisuki da drin! Macht eure Arbeit! Vatako, Bruder! Hol zurück, was uns gehört! Sehe ich da nicht hinten einen Scharfschützen in dem Fenster? Nee, das kann keiner sein. Ich habe ihn getötet. Komm überhaupt nicht dazu, das zu tun, was ich vorhab, zu kämpfen. Und ich immer tot spielen muss. Spiel toter Hund. Alter, da wo der getroffen wird, wurde, will ich nicht getroffen werden. Benzin ist voll. Meine Güte. Ja, mein Leidensweg, den müsst ihr jetzt leider mitverfolgen. Erniedrigend. Ja, man startet mit 10 Männern. Alle Einheiten angreifen. Schütze den Faschisten Abschau aus! Yes, Tovaric, Kommandier! Komm sofort her, gib mir den Kuchen! Feindbeschuss! Na gut, ich glaube nicht, dass es irgendetwas bewirkt, damit rumzuwerfen. Auf ein Wunder hoffen wird wohl auch nichts. Ich stehe auf und kipp sofort tot um. Gut, wer weiß, vielleicht ist da ja jemand. Rums. Wo die sitzen, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja, Ivan, Tank AI. Panzer-KI. Was habe ich davon? Ja, öffnen alle synchron ihre Luken, ist klar. Ich bin getroffen!
tötet alle Nemietzki-Suki da drin. Auch wenn ich mich wieder in die selbe ausgesuchte Lage bringe. Das bringt ja nichts anderes. Wohl doch, vielleicht komme ich hier weiter. Ja, ich hätte vielleicht öfter über diesen Tunnel da versuchen können. Ist klar, meine Männer kommen da raus, dann ist aber das beschossen. Das gleiche wieder nochmal an die. Schade, Mann. Ich wollte es doch treffen. Ganz gerne den Typen, der mir sagt, zu hoch. Oder zu niedrig. Er ist tot! Vertage, Bruder! Kommt zurück, was uns gehört! Maschinen, macht eure Arbeit! Schnappt ihn! Drei Stellen verwundet. Da steht ein Feind direkt vor ihm oder er schießt mich trotzdem. Meine Männer überall verwundet werden. Kommt eine echt ansehnliche Liste zusammen. Verdammt! Wir haben zwar diese Schlacht verloren, doch der Sieg wird uns gehören. Ah! So, ich gehe jetzt zu einem Funkgerät und fordere Artillerie an. Regimentswaffen hoch, explosiv, Feuer, sobald bereit, Ende! Das Aufklärungsflugzeug ist in Kürze bei euch! Bataillon und Zugführer, verstanden! Ziel 6907, Büffel 3 akzeptiert! Gewehrfeuer, so, wie angefordert! So, das Gewehrfeuer kommt jetzt und hoffentlich löscht es die Einheiten drüben aus. Artillerie runterzubringen, wäre eigentlich auch nicht verkehrt gewesen.
gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Warum kommt hier Artillerie runter? Ich werde nochmal einen Artilleriepunkt festlegen. Och Gott, das ist ja wohl nicht zu glauben. Okay, Richard, das war viel zu früh gelaufen. Das ist ja wohl nicht mehr auszuhalten im Kopf. Los! Jawohl! Ah, so. Los! Los! Und bin ich sicher oder bin ich tot? Ich scheine sicher zu sein. Entdeckung! Sperrfeuer auf diesem stinkenden Faschisten! Sieht so aus, als wären nicht mehr viele Deutsche in diesem Gebiet über. Ich traue mich nur nicht, meinen Kopf zu erheben. Denn ich weiß, dass mein süßer kleiner Kopf dann Mus ist. Ja, auch schon bemerkt. Danke, dass du es mir sagst. Ich wollte schon gerade sagen, ist das etwa deren Fenster? Scheiße, ja, das, genau das wusste ich, dass das passieren würde. Aber hätte ich nichts getan, dann hätte ich eigentlich auf Verstärkung warten können. Naja. Ist raus! Entdeckung! Tempo mir nach, Tovarici! Jawohl! Geht weiter, Kameraden! Ich komme gleich. Ich würde eigentlich gewöhnlich mit dir gehen, dass die Typen dort zum Brunnen laufen sollen. Nervös mich! Ich brauche Hilfe! Entdeckung! Tötet alle Niemietzki Suki da drin! Na gut, als Panzerfeldsoldat hier unten. PTR S41 Panzerabwehrgewehr. Gut, das sind 100 Meter. Das ist schon zu viel. Ich wusste das. Kaum erhebe ich meinen Kopf. Der Fritz hat diesen Sieg verdient. Aber er wird nicht lange davon sein. So gut, in 20 Sekunden. Erstmal lasse ich meine Artillerie kommen. Über die Feinde nämlich. Bataillon, Bataillon, hier Zugführer. Erbitte Artillerie wie folgt. Ziel 6907, Raster Büffel 3, wiederhole, Büffel 3, Regimentswaffen hochexplosiv, Feuern sobald bereit, Ende. Das Aufklärungsflugzeug ist in Kürze bei euch, Ende. Bataillon und Zugführer, so, verstanden. Dann habe ich die Ziel Leute 6907, in dem Gebiet eventuell ausgelöscht. Gewehrfeuer wie angefordert, Ende.
Und dann können meine Männer wirklich versuchen, das Gebiet zu stürmen, obwohl sie dann noch immer von dem Haus hinten gehakt werden. Aber dann, sobald dann jemand im Gebiet drin ist, kann er es ja dann einnehmen. Also ich muss dann ja da drin sein. Aber das wird schon klappen. Alle Einheiten. Angriff! Attacke, Bruder! Jetzt sind wir fast gehört! Sie haben ihn getötet, Tovaric, Kommandier! Der verrochene Nadir! Verschiedene Gewehr! Baff! Schau! Ich bin getroffen! Was macht ihr denn da? Verdammt! Ich, wenn ich die Reichweite auf 200 Meter einstelle, vielleicht kann ich dann den Typen helfen. Das sollten nämlich meiner Schätzung nach nur 200 Meter sein. Wow, die Granate war dicht. Schaltet den faschistischen Abschaum aus! Attacke, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! Endlich! Ich nehme das Gebiet langsam ein. Ich hoffe nur, jetzt kommt nichts mehr dazwischen. Und? Endlich! Seht euch an, wie feige die sind, die Deutschen. Los, und jetzt stehst du auf. Zack. Sperrt Faschisto! Feuer erwidern! Die dürfen uns nicht mit Sperrfeuer eindecken! Verdammt! Lila? Warum sage ich da gerade, was lila ist? Das erhöht der Meterzahl, also ich habe die Meterzahl auf mehrere hundert erhöht, um dadurch zu erhoffen, dass das Gewehrloch ein Stück weiter nach oben guckt, aber es hat leider nicht mehr benutzt. Ich wollte... Ich habe ihn getötet! Tötet alle, nehmen jetzt Kisuki da drin! Gut, vielleicht sollte ich einfach mal eine Art Signal festlegen. So, das dürfte mir jetzt wohl... Oh, oh. Ja, das ist doch, hat mir noch nicht genug Deckung geboten. Oh, schön. Schön, ich darf eine Leiche begutachten. Kontrollpunkt Neuschaden. Voller Enthusiasmus stürmen sie zurück. Das nächste Funkgerät ist ein ganz schönes Stückchen entfernt. Aber da muss ich jetzt hin, denn die Artillerietaktik hat ja funktioniert. Und ich wüsste nicht, warum ich jetzt die Taktik wechseln sollte auf eine... auf dasselbe, was ich vorher gemacht habe und was nie funktioniert hat. Stürmen, stürmen, stürmen. Das hat ja irgendwie nicht so recht funktioniert. Da werde ich jetzt einfach wieder mit Artillerie auf sie rausschießen.
Hm, ich glaube, ich behalte das Kryptogerät nach dem Krieg. Das hat tolle Dienste geleistet. Erstmal ein Aufklärungsflug. Bataillon, Bataillon, hier Zugführer. Wir brauchen Aufklärung von oben. Bitte, Ende. Bataillon an Zugführer. Das Aufklärungsflugzeug ja, komm, ist in Kürze bei euch. Ende. Bataillon, Bataillon, hier Zugführer. Er bitte Artillerie wie folgt. Ziel 6907, Raster Büffel 3, wieder Kohle. Büffel 3, Regimentswaffen hochexplosiv feuern, sobald bereit. Ende. Bataillon an Zugführer, verstanden. Ziel 6907, Büffel 3 akzeptiert. Gewehrfeuer wie angefordert. Das verstehe ich immer noch nicht. Soll was zu remaining. Ich warte einfach mal, bis die Salben durchgelaufen sind, weil unsere Feinde kriegen ja keine Verstärkung, wenn ich das recht richtig verstanden habe. Aber es ist ja kein Grund, hier rumzugammeln. Ich bringe mich einfach schon mal selber in Position. Und wenn ich mich nicht ganz irre, hat meine gesamte Truppe eine Artilleriegranate erlischt. Nein, es leben noch alle. Das muss ich ändern. Bam, 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 bam. Eine Salve ist noch zu tun. Na gut. Alle Truppen. Attacke. Attacke, Bruder! Wo eigentlich? Jawohl! Tempo, Tovarici! Ich habe eine Idee. Ich schicke den Panzer vor. Toll, der hat's erledigt. Schaut den Faschisten abschauen aus! Na, nur eine Sekunde, Leute! Nichts übersehen, Leute! Los, los! Tempo, Tovarici! Los, Tempo, Tovarici! Jawohl! Warte, ich kann dir sagen. Los! Yes, Tovarici, komm hier! Tovarici, folgt mir! Sarorino! Yes, Tovarici, komm hier! Attacke, Bruder! Kurz zurück, was uns gehört! Los, los! Tempo, Tovarici! Zeugt euch! Suki! So, das habt ihr euch jetzt redlich verdient. Alle Einheiten angreifen. Tötet alle rein! Jetzt ist Suki da drin! Jawohl! Setz den Rauch ein! Ganz ehrlich, wozu habe ich den Panzer? Das ist doch völlig nutzlos. Alright, alright, wir haben's. Jetzt werde ich mich schon mal auf den Weg nach dort. Oh oh. Zerstört das Fahrzeug! Nein! Hey cool, Panzerfeldsoldat, das passt jetzt gerade richtig gut. Und guckst du, du Anne!
Och komm, ganz ehrlich, Alter. Diese Entstellung bin ich hier nicht möglich. Mal gucken, mal starten. Ich krieg immer mehr Funkgeräte. Werfe Rauchgranate! Rauch ist drauf! So, Genossen. Faschistische Genossen. Also nicht Genossen, sondern Faschistos. Zeit erschießos. Ich aus dich aus. Also ich erschieß euch jetzt. Damit sich auch keiner auf die Toilette verstecken kann. Solange wir noch Kraft haben, müssen wir weiterkämpfen. Schon so viele Russen hier. Wo sind die Deutschen? Soweit bin ich noch nicht mal im Multiplayer gekommen. Wir dürfen uns nicht mit Sperrfeuer eindecken! Haltet die Offensive auf! Ne, das ist nur der Keller. Völlig harmlos. Ich weiß, dass so ein Angriff eigentlich umbringen kann so schnell, daher wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, einfach zu Ende zu laufen. Das klang nach einem Panzer, der ja kaputt gegangen ist. Und ich fürchte, es war die Russenschüssel. Der Sternerne Sarg, der Russ. Obwohl eigentlich ist es ja gar nicht so viel Stahl gewesen. Die ging dafür ja viel zu leicht kaputt. Naja. Ist die Rache für alle meine feinen Brüder. Er darf nicht entkommen! Scheiße! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele kommen denn noch? Der Flachchecker im Revier. Hinter ihm werden seine Kameraden mindestens ein Dutzend niedergemetzelt. Und der merkt gar nichts. Also wenn ich das hier so im Multiplayer machen würde, wäre in wenigen Sekunden tot. Die scheißen sich bestimmt in die Hose. Warum habe ich jetzt ein MG42 aufgehoben? Warum hebt er das Ding auf, ohne danach zu fragen? Also so. Das letzte Magazin des heutigen Tages. Es wird nicht mal mehr gebraucht. Das ist gut. Ups. Genossen, ich habe hier oben die gesamte Arbeit erledigt. Ihr wart wirklich echt hilfreich. Oh, aber endlich konnte ich mich rächen an diesen vermaledeiten Deutschen. Meine Belohnung, ein warmer Ofen. Sieg! Wir haben erneut unsere Feinde zerschmettert. Ich kann nicht rein in den Ofen. 46 Minuten hat das jetzt gedauert. Echt hart. Final Victory. Also gut.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Und wenn das wirklich die letzte Mission war, dann sehen wir uns sogar gleich wieder. Und zwar in wenigen Sekunden. Die Deutschen zogen durch Stalingrads Tore so voller Mut und Überzeugung, sich ihres Rechts so sicher, jenen, die sie einst ihre Verbündeten nannten, alles zu nehmen, was sie besaßen. Doch wo ist jetzt der Stolz der faschistischen Kriegsmaschinerie? Eingekesselt, aufgegeben vom Oberkommando, was der feige Führer nur zu gern verschweigen würde, und gebrochen durch den eisernen Willen des sowjetischen Volkes. Lasst uns jedoch nicht den Preis vergessen, den wir für den Sieg zahlten. Die zahllosen Männer und Frauen der 62. Armee, die ihr Leben für die Freiheit hingaben. Sie haben das Unmögliche vollbracht, standen unerschütterlich vor einem Feind, der noch nie den bitteren Geschmack der Niederlage gekostet hatte. Unserem Volk sind Siege auf dem Schlachtfeld nicht fremd. Hier, in Stalingrads Ruinen, erhob sich Mütterchen Russland, um der Welt zu beweisen, dass Deutschlands hochmütige, barbarische Aggression keinen Tag länger hingenommen wird und dass aus der Asche eines gefallenen Feindes Hoffnung entspringen kann. Jawohl, Genossen. Damit habe ich auch diese Kampagne abgeschlossen und damit beide Kampagnen. Es wird ja irgendwann noch mehr Add-on kommen. Ich hoffe bald. Das werde ich auch spielen. Keine Angst. Da wird es dann weitergehen. Ich glaube im Pazifik. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen bei diesem recht buggigen, recht nervenaufreibenden, aber irgendwie auch schönem Spiel, weil das ist so detailliert gemacht. Man kann so schön zielen, man kann die Leute so schön abknallen. Wenn von einer Artilleriegranate getroffen wird oder in einem Panzer sitzt und ein Typ von einer ein Typ getroffen wird, dann ist das immer ziemlich blutig. Also diese Szene mit dem fehlenden Kopf im Panzer, die fand ich schon echt gut. Eigentlich ein schönes Spiel, wobei es doch starke Nerven verlangt. Und das liegt nicht daran, weil es blutig ist. Es verlangt einfach nur starke Nerven, weil es so buggy ist. Ich danke euch fürs Zusehen noch ein letztes Mal in diesem Let's Play und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Pazifik.